Die Eintracht hängt am Tropf und er soll der große Retter werden. Fußballgott Alex Meyer soll der Adleroffensive wieder Blut einhauchen. Die Nummer 14 der Hessen ist nach 11-wöchiger Verletzungspause wieder fit. Der Alex Meyer ist gesund. Er ist mit Sicherheit eine Alternative fürs morgige Spiel. Ob er jetzt durchspielen kann oder nicht, ob er von Beginn an spielen wird, das werden wir heute noch nach dem Training entscheiden. In Absprache mit ihm auch, um zu sehen, wie er sich letzten Endes fühlt oder ob er sich das auch zutrauen könnte. Aber ich bin zuversichtlich, dass er morgen auflaufen kann. Da grinst Kovac und denkt sich seinen Teil. Nur nicht zu viel vor dem Spiel verraten. Der Gegner aus Nürnberg hört bestimmt mit. Zuletzt allerdings war die taktische Ausrichtung der Hessen sehr defensiv. Im Spiel gegen den Zweitligisten muss die Eintracht das Spiel machen. Wir haben aber auch schon in der Vergangenheit gezeigt, gerade auch hier zu Hause, ob es jetzt Mainz war, ob es Hoffenheim war, ob es auch Hannover war, dass wir das Spiel auch nach vorne spielen können. Ja, das wird auch sicherlich morgen wichtig sein und wir werden das morgen, bin ich mir sicher, besser machen, als wir das in den letzten beiden Spielen gemacht haben. Wobei, die möchte ich jetzt außen vor lassen, weil sind für mich jetzt kein Maßstab. Denn bei aller Zurückhaltung, die Eintracht ist der Favorit in diesem Duell. Wir sind der Erstligist. Wir wollen in der ersten Liga bleiben. Wir spielen morgen zu Hause. Wir nehmen die Favoritenrolle gerne auch an. Ja? Aber die Vergangenheit hat ja auch bewiesen, dass gerade Relegationsspiele zwischen einer Erstliga- und einer Zweitligamannschaft immer sehr eng sind. Das erwarte ich jetzt auch in den beiden Spielen. Das wird jetzt nicht so sein, dass morgen jemand schon alles entscheiden wird. Doch die Frage ist, was wird der entscheidende Faktor in diesem Duell sein? Spielerisch dürfte die Eintracht den Nürnbergern überlegen sein. Aber für Kovac ist ein anderer Punkt wichtig. Der Wille ist entscheidend. Ja, wer sich jetzt in den nächsten beiden Spielen von der Willensstärke und auch letztendlich von der Willensausdauer durchsetzt, der wird sich auch dann nächstes Jahr in der ersten Liga finden. Und ich bin überzeugt, aufgrund der letzten Spiele, auch aufgrund der letzten Vergangenheit, dass wir das sein werden. Mit einer kontrollierten Offensive will die Eintracht morgen agieren. Ein Fußballfeuerwerk allerdings werden die Fans nicht erwarten können. Denn in so einem Duell wird gerade im Hinspiel immer etwas abwartender gespielt.